Peppa Woods Geschichten. Lasst uns springen! Peppa und ihre Spielgruppe machen heute eine Klassenfahrt. Hallo allerseits! Seid ihr bereit für die Klassenfahrt in meinem schönen neuen gelben Bus? Oh! Oh, was ist mit dem alten blauen Bus passiert, Frau Mümmel? Er hatte am Wochenende eine Panne, als ich eine gemütliche Spazierfahrt unternahm. Oh je, für Frau Mümmel und ihren Bus ist das Rennen vorbei. Er ist beim Mechaniker für ein paar kleinere Reparaturen. An diesem Bus muss so ziemlich alles repariert werden. Peppa und ihre Freunde sind noch nie in einem großen gelben Bus gefahren. Alle anschnallen. Fertig. Dann geht es Ich probier's gleich nochmal. Frau Mümmel ist es nicht gewohnt, diesen Bus zu steuern. Yeah! Wow! Der gelbe Bus fährt Madame Gazelle etwas zu schnell. Frau Mümmel, kann der gelbe Bus Musik abspielen? Der gelbe Bus kann ganz viele Dinge. Es kann das hier. Und das. Yeah. Und das. Yeah. Und natürlich das. Der gelbe Bus kann Musik sogar sehr laut abspielen. Können wir die Musik etwas leiser drehen? Natürlich, Madame Gazelle. Oh. Warum singen wir nicht einfach ein Lied? Die Räder am Bus drehen sich rundherum. Rundherum, rundherum. Die Räder am Bus drehen sich rundherum. Den ganzen Tag. Mehr spielen wir, ich sehe was, was du nicht siehst. Gute Idee. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das beginnt mit dem Buchstaben S. Straße. Nein. Sonne? Nein. Einen super großen Lastwagen. Oh. Hallo, Herr Dolle. Hallo. Peppas Spielgruppe hat den Zielort für den Ausflug erreicht. Deswegen steigen jetzt alle aus. Ich würde am liebsten den ganzen Tag im gelben Bus bleiben. Keine Sorge, ich bringe euch später mit dem Bus wieder nach Hause. Es macht allen Spaß, mit dem gelben Bus zu fahren. Allen außer Madame Gazelle. Peppa und ihre Familie sind mit dem Auto unterwegs. Aber sie haben ein Problem. Oh je, das Auto springt nicht an. Ihr habt eine Panne. Keine Sorge. Ich bringe euch zur Werkstatt. Ich bin gleich wieder zurück. Herr Bulle schleppt das Auto ab, damit es repariert werden kann. Schorsch und Peppa finden das lustig. Aha. Oh je, alles klar. Nun, wir können es reparieren. Oh, gut. Aber wir müssen ein Ersatzteil bestellen. Das wird nicht leicht, auch nicht billig. Du meine Güte, wie lange wird es dauern? Es dauert, solange es eben dauert. Aber wie komme ich jetzt zur Arbeit? Ihr bekommt ein Ersatzauto, während euer Auto repariert wird. Folgt mir. In der Werkstatt stehen viele Ersatzautos. Wählt euch eins aus. Ein Motorrad. Das ist perfekt. Machen wir damit eine Probefahrt. Papa Wutz gefällt es, Motorrad zu fahren. Bonjour, Madame Gazelle. Aber auf einem Motorrad bleibt man bei Regen nicht trocken. Vielleicht brauchen wir etwas Robusteres. Wie wäre es denn damit? Peppa hat einen Monster Truck entdeckt, der sehr robust ist. Ah!
Ich denke, ein Monster-Truck ist wohl etwas zu robust für uns. Tut uns leid. Wie wär's mit etwas Geräumigem? Wie diesem Bus. Mama Wutz gefällt der Bus wirklich sehr. Hier ist es so geräumig und friedlich. Oh je. Aber jeder denkt, es sei ein normaler Bus. Es ist nur noch ein Fahrzeug übrig, das Peppas Familie nicht ausprobiert hat. Hier stinkt es ein bisschen. Ja, mit diesem LKW bringe ich den Müll zum Recyclinghof. Den könnt ihr also leider nicht benutzen. Wir werden wohl nie ein Auto finden, das so perfekt ist wie unseres. Nun, ihr habt Glück. Ihr habt so viele Probefahrten gemacht, dass wir inzwischen euer altes Auto repariert haben. Hurra! Danke sehr, Herr Bulle. Danke sehr, Opa Clef. Peppas Familie gefiel es, mit anderen Autos zu fahren. Aber am liebsten fahren sie mit ihrem eigenen Familienauto. Peppa und ihre Familie nehmen heute einen Nachtzug, um einen Ort am Meer zu erreichen, der ganz weit weg ist. Jetzt ist Schlafenszeit. Mit dem Strandball spielen wir besser morgen, wenn wir am Meer sind. Aber ich will noch nicht schlafen gehen. Nun, wir gehen auch noch gar nicht schlafen. Zuerst feiern wir eine Pyjama-Party. Ja! Peppa und Schorsch lieben Pyjama-Partys. Gibt es einen Mitternachtsschmaus? Ein Mitternachtsschmaus gehört zu einer Pyjama-Party dazu, Papa. Das weiß jeder. Du hast ganz recht. Alle mir nach. Hurra! Alle sind in den Speisewagen gegangen, um dort den Mitternachtsschmaus zu bestellen. Hallo! Oh. Ah, hallo! Was darf es sein? Wir hätten gern einen Mitternachtsschmaus, bitte. Einmal? Mitternachtsschmaus kommt sofort. Hier, bitte sehr. Obst und warme Milch. Damit ist ein guter Schlaf garantiert. Danke. Alle genießen den Mitternachtsschmaus. Dann putzen sich alle die Zähne und machen es sich im Bett gemütlich. Erzähl uns bitte eine gute Nachtgeschichte. Okay, Peppa, aber nur eine. Und dann schlafen. Hurra! Das ist die Geschichte von dem magischen Nachtzug. Es war einmal ein magischer Nachtzug. Er benötigte gar keine Bahngleise, weil er fliegen konnte. Wie meinst du das? Ich schätze mal, dass wir eingeschlafen sind, Schorsch. Peppa hatte einen schönen Traum. Es ging um einen magischen Nachtzug. Schaut her, wir sind endlich am Meer angelangt. Peppa und ihre Familie sind an dem weit entfernten Strand angelangt. Und die Pyjama-Party im Zug hat allen großen Spaß gemacht. Das Kreuzfahrtschiff hat für einen Tag auf einer Insel angelegt. Daher können Peppa und Oma Wutz surfen gehen. Aber es gibt keine Wellen. Wo sind die ganzen Wellen hin? Das Meer ist heute wohl zu ruhig, um surfen zu können, Peppa. Du kannst Schorsch und mir dabei helfen, Muscheln zu sammeln, wenn du willst. Funkeln! Wenn du willst, kannst du mit diesem Tretboot fahren, Peppa. Oh.
Peppa freut sich darauf, das Tretboot auszuprobieren. Ja, bitte. Und Oma Wutz und ich fahren zusammen Jetski. Aber Oma Wutz macht sich Sorgen wegen Frau Lümmels Jetski. Peppa und Oma Wutz haben sich aus Sicherheitsgründen Schwimmwesten und Helme angezogen. Jetzt können sie unbesorgt auf dem Meer fahren. Peppas Tretboot fährt los, wenn man in die Pedale tritt. Sehr gut, Peppa. Wenn du in die Pedale trittst, bewegt sich das Boot vorwärts. Geht es etwas langsamer? Wartet auf mich! Oh, hast du auch bunte Muscheln gefunden, Schorsch? Oh, die hier ist perfekt. Wundervoll! Schorsch findet massenweise Muscheln im Sand. Wie wär's denn, wenn wir mit den Muscheln eine Abbildung machen? Peppa hat auf dem Wasser einen Riesenspaß. Schau, Oma, ich dreh mich hier rein. Doch Oma Wutz sieht ziemlich seekrank aus. Schorsch hat mit den Muscheln einen Dinosaurier abgebildet. Oh, Dinosaurier! Sehr clever! Da fehlt nur noch eine besondere Muschel für das Auge. Oh. Onkel! Gut gemacht, Schorsch! Frau Mümmels Welle hat Schorschs Muscheln zurück ins Meer gespült. Hallo! Schorsch! Hallo, Opa! Oh je! Aber schau, deine besonders funkelnde Muschel ist noch da. Funkel! Wow, mir gefällt dein Dinosaurier-Sandbild, Schorsch. Schorschs Muscheln haben im Sand Dinosaurierabdrücke hinterlassen. Peppa hat Riesenspaß am Strand. Jeder hat Riesenspaß am Strand. Peppa und ihre Familie fliegen mit einem Flugzeug. Juhu, ja! Ich liebe das Fliegen im Flugzeug. Aber nicht jeder fühlt sich im Flugzeug so wohl. Oh, hallo, Madame Gazelle. Schorsch und ich lieben das Fliegen. Fliegen Sie auch so gern? Ah, Peppa, eigentlich ist heute meine allererste Flug und ich habe Angst. Ah. Oh. Hm. Oh, ich habe eine Idee. Frau Mümmel, können wir höher fliegen? Also richtig, richtig hoch. Klar doch, warum nicht? Oh, es ist richtig toll, wenn das Flugzeug so hoch fliegt, Madame Gazelle. Da, wir sind fast im Weltraum. Oh, zu hoch, zu hoch. Oh. Können wir richtig tief fliegen, Frau Mümmel? Natürlich. Tief. Hm, drehen wir doch einfach ein Looping. Das hat wohl auch nicht geholfen, Schorsch. Da, Madame Gazelle. Diese Wolke sieht aus wie ein Vogel. Sehen Sie sie? Ja, ich sehe sie. Und die da sieht aus wie eine erholsame, einsame Insel. Dinosaurier! Oh, das ist nicht gut. Ich schließe einfach meine Augen und warte, bis wir gelandet sind. Oh je. Hallo, habt ihr zwei Lust auf ein Malbuch? Die machen Spaß. Oh ja, bitte. Möchten Sie mit uns Figuren ausmalen, Madame Gazelle? Nun, ich schätze, das könnte mich etwas ablenken.
Sieh dir das an! Die Linien, die exakte Darstellung. Unglaublich gut! Fantastik! Oh, hurra! Wir sind gelandet! Jetzt wirklich schon? Ich hatte so viel Spaß. Ich habe gar keine Angst gehabt. Sagte ich doch. Fliegen macht so viel Spaß. Danke für eure Hilfe, Peppa und George. Nun freue ich mich schon auf den Rückflug. Heute sind Peppa und ihre Freunde auf einer Go-Kart-Bahn. Hallo miteinander. Wer ist bereit fürs Go-Kart-Fahren? Ich! Peppa und ihre Freunde ziehen ihre Rennanzüge an. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Oh, und vergesst nicht eure Sturzhelme. So, jetzt nehmt euch ein Go-Kart. Yay! Klausi Kleff trägt seinen Helm falsch herum. Also, wenn ihr in die Pedale tretet, fährt es. Und mit der Bremse könnt ihr anhalten. Und mit dem Lenkrad könnt ihr die Richtung ändern. Hui! Es ist genauso wie Fahrradfahren. Versucht es doch mal und tretet langsam in die Pedale. Ich fahre ständig ein großes Auto. Go-Kart fahren ist für mich leicht. Oh je, da bin ich wohl etwas zu schnell gefahren. Tja, wie drehe ich jetzt nur um? Das Go-Kart-Rennen hat begonnen. Das macht Spaß! Aber Luzi Locke tritt rückwärts. Versuch vorwärts zu treten, Luzi! Vorwärts? Klausi Kleff tritt sehr schnell in die Pedale. Vergiss nicht zu bremsen, Klausi! Mama Wutz hat Schwierigkeiten, loszufahren. Mal sehen. So fährt es also rückwärts. Brauchen Sie Hilfe, Mama Wutz? Nein. Danke, Frau Mümmel. Ich kriege das sicher hin. Mein Go-Kart wackelt viel zu viel. Peppa fährt kreuz und quer auf der Rennbahn herum. Du musst etwas sachter lenken, Peppa. Viel besser. Peppa und ihren Freunden macht es Spaß, mit den Go-Karts auf der Rennbahn zu fahren. Und los geht's! Und Mama Wutz hat ihr Go-Kart auch endlich in Bewegung gebracht. Die Zeit ist um! Ihr habt das alle sehr gut gemacht! Hurra! Aber das Go-Kart-Rennen ist vorbei. Oh. Peppa und ihre Freunde fahren liebend gern Go-Kart. Peppa und ihre Familie sind heute nach London gekommen, um sich Superkartoffel, das Musical, anzusehen. Oh Gott, wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir zu spät zur Vorstellung. Oh nein, jetzt werden wir alle klitschnass. Keine Sorge, dann nehmen wir eben einfach die U-Bahn. Hurra! Die U-Bahn fährt unter der Erde. Und unter der Erde regnet es nie. Dort hängt auch ein bunter U-Bahn-Plan, der anzeigt, wohin die Züge alle fahren. Das sieht aus wie Spaghetti. Also, wir sind hier. Und wir müssen jetzt hierhin. Zuerst nehmen wir den blauen Zug und dann... den roten Zug. Ja. Sehr gut, Peppa. Nichts wie los. Zunächst muss Peppa ihre Fahrkarte bei der Bahnsteigsperre entwerten. Danke.
Fahrkartenroboter. Oh, ich steck fest. Warte kurz, Peppa. Ich befreie dich. Danke, Frau Mimmel. Hier lang, Peppa. Folgt alle der blauen Linie. Ich stecke auch fest. Der Zug erreicht den Bahnsteig von einem sehr dunklen Tunnel aus. Im Zug sind sehr viele Fahrgäste. Warum drängeln denn alle so? Weil sie es eilig haben. In der U-Bahn hat es immer jeder eilig. Steigen wir ein. Geht bitte alle vorsichtig. Hallo allerseits. Willkommen an Bord des blauen Zugs. Achtung, die Türen schließen. Halt dich fest, Peppa. In der U-Bahn ist es sehr wackelig. Links sehen Sie, wie es unterirdisch aussieht. Und rechts können Sie noch mehr davon sehen, wie es unterirdisch aussieht. Steigen Sie hier um zum roten Zug. Der rote Zug, das sind wir. Vorsichtig gehen, Schorsch. Haltet euch alle fest. Wir sind da. Die Vorstellung beginnt in ein paar Minuten. Wir verpassen wohl den Anfang. Nein, das werdet ihr nicht. Folgt mir. Ich bringe uns rechtzeitig zu Super Kartoffel, das Musical. Denn ich bin... Super Kartoffel! Hurra! Lasst bitte den großen Star durch. Macht Platz für den Star. Danke. Ha. Heute gibt es keine Autogramme. Super Kartoffel hat es auch eilig. Wirklich jeder in der U-Bahn hat es eilig. Oh, das Nebelhorn jagt mir Angst ein. Peppa und ihre Familie sind heute auf einem Kreuzfahrtschiff. Hallo allerseits, willkommen an Bord. Seid ihr bereit für den Sicherheitsrundgang? Die erste Offizierin, Frau Mümmel, zeigt Ihnen nun alles, was für die Sicherheit des Schiffes wichtig ist. Ich freue mich schon drauf. Mit Booten kenne ich mich nämlich aus, wisst ihr? Ich verbringe lieber etwas Zeit auf der Sonnenliege. Viel Spaß! Hier entlang, folgt mir bitte! Ei, ei! An der Seite dieses großen Bootes hängen viele kleine Boote. Dies sind die Rettungsboote. Wenn das Schiff kaputt geht, ziehen wir uns Schwimmwesten an und hüpfen rein. Hier ist deine Schwimmweste, Peppa. Brumm, 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 brumm. Oh, tja, hier ist ihre, Opa Wutz. An Deck wird nicht gelaufen. Die Stockwerke auf Schiffen werden Decks genannt. Entschuldigung. Kein Problem. Machen wir weiter. Folgt mir bitte die Treppe hoch. Ei, 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 Frau Mümmel. Die da sehen aus wie sich drehende Löffel. Das sind die Satelliten. Sie zeigen dem Schiff den richtigen Weg an. Sind das riesige Spiegel, Frau Mümmel? Nein, Peppa, das sind... Naja, also... das sind was, Frau Mümmel? Das sind die Solarpaneele. Unser Schiff wird mit Sonnenenergie angetrieben. Aber natürlich, du machst das richtig toll, Sonne. Folgt mir zum letzten Halt des Rundgangs. Dafür müssen wir wieder runter. Runter! Eine tolle Idee, Schorsch. Rutschen wir alle hinunter. Whee! Oh, das hier ist die Brücke. Das ist keine Brücke, das ist ein Raum. Der Raum, in dem der Kapitän ein großes Schiff steuert, wird die Brücke genannt. Oh, wofür sind denn all diese Knöpfe? Das kann ich dir sagen. Mit Booten kenne ich mich nämlich aus, wisst ihr? Dieser Knopf hier macht das Licht an. Ups. Und mit diesem Hebel hier beschleunigt man. Oh. Ich sollte wohl damit aufhören. Gute Idee. Und wofür ist dieser Knopf? Für das Nebelhorn. Es macht einen lauten Ton, damit andere Schiffe wissen, dass wir in der Nähe sind. Würdest du gerne draufdrücken?
Ja, bitte. Oh, Mensch, das Nebelhorn jagt mir Angst ein. Entschuldige, Oma. Peppa hat der Rundgang Spaß gemacht. Aber am meisten Spaß hatte sie mit dem Nebelhorn. Peppa und ihre Familie sind heute zu einer Flugschau gegangen. Frau Mümmel ist mit einem Heißluftballon unterwegs. In der Luft sind überall Heißluftballons. Wow, so viele Heißluftballons. Eine Wolke, ein Brokkoli, ein Clown, ein Dinosaurier. Ja, gut erkannt, George. Was ist das? Das ist ein Doppeldecker, Peppa. Und was macht er da? Manche Flugzeuge können Nachrichten in den Himmel schreiben oder Bilder malen. Der Doppeldecker hat ein Bild von Peppa in den Himmel gemalt. Das bin ich! Hallo allerseits! Hallo, Dr. Hamster! Danke für das Bild im Himmel! Das habe ich gern gemacht! Weiter geht's! Oh, was ist das? Ist das auch ein Heißluftballon? Das ist ein Luftschiff. Es schwebt wie ein Ballon, aber es hat Propeller. Und damit fliegt es wie ein Flugzeug. Peppa und George finden das Luftschiff sehr aufregend. Habt ihr Lust auf eine Fahrt? Luftschiff! Das Luftschiff hebt ab und steigt hoch in die Luft. Guck nur, wie hoch wir fliegen. Achtung, eine Ansage der Pilotin. Wenn ihr rausguckt, seht ihr Vögel. Hallo, Vögel. Eine Wolke. Hallo, Wolke. Oh, und Dr. Hamster. Hallo nochmal. Da sind so viele Knöpfe. Oh ja, es ist sehr kompliziert, so ein Luftschiff zu steuern. Also drückt bitte bloß nicht auf einen Knopf. Mit dem Steuerhorn kann ich das Luftschiff in alle Richtungen lenken. Rauf, runter, nach rechts und nach links. Und über Funk können wir Ansagen machen, die alle Besucher der Flugschau hören können. Darf ich eine Bahnsage machen? Ich habe eine ganz wichtige Zahnsage zu machen. Na klar. Hallo, ich bin Peppa Wutz. Ich bin in einem Luftschiff, das irgendwie wie ein Ballon ist, aber auch wie ein Flugzeug. Ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Flugschau. Oh je, wir haben etwas ganz Wichtiges vergessen. Eine Pilotenmütze für Peppa und George. Ich bin Pilotin Peppa. Pilot! Peppa liebt die Flugschau. Alle lieben die Flugschau. Peppa und ihre Freunde sind heute im Park. Sie wollen sich gleich in einem Rollerrennen messen. Wer zuerst beim Baum ist, hat gewonnen. Achtung, fertig, los! Ich habe ein Rad verloren. Oh je, Mine. Oh, Entschuldigung, Herr Bulle. Wissen Sie, wie man einen Roller repariert? Oh ja, ich weiß wie. Ich weiß nämlich ganz viel über Roller. Herr Bulle weiß nicht viel über Roller. Ha, da stimmt was nicht. Keine Sorge, ich kenne mich mit Rollern sehr gut aus. Papa weiß wirklich ganz viel über Roller. Tada! Oh, prima. Wollen Sie bei unserem Rollerrennen mitmachen, Herr Bulle? Ehrlich gesagt bin ich noch nie mit einem Roller gefahren. Deswegen weiß ich auch so wenig über Roller. Aber es macht Spaß. Ja, man kann damit richtig schnell fahren. Und es ist viel besser als zu Fuß gehen. Meine Güte, das klingt ja wirklich nach einem Riesenspaß. Wir zeigen's Ihnen. Stellen Sie einfach einen Fuß auf den Roller und stoßen Sie sich ab. Genau so. Sieht ganz einfach aus. Oh. Wow, wow, wow. Vergessen Sie nicht, sich abzustoßen, Herr Bulle. Hey, seht alle her. Ich fahre Roller. Juhu. Versuchen Sie jetzt, mit der Lenkstange zu lenken. Meinst du etwa so? Juhu.
Ja! Yay! Yeah. Herr Bulle weiß nicht, wie man bremst. Sag mir, wie man bremst! Sie müssen dafür die Bremsen benutzen, Herr Bulle! Bremse? Das hier? Oh Mann, was ein Spaß! Fahren wir noch mal den Hügel runter! Ja! Rollerfahren macht viel mehr Spaß, als zu Fuß zu gehen. Juhu! Juhu! Peppa und Herr Bulle sind müde vom Bergauffahren. Bergauf zu fahren ist anstrengender als hinunterzufahren. Ich fahre jetzt besser wieder hinunter. Gute Idee! Juhu! Herr Bulle fährt liebend gern Roller. Jeder fährt gern Roller. Peppa und Emily Elefant haben heute viel Spaß am Strand. Sie lieben das Wasser. Schau, Emily, ich bin ein Fisch. Blub, blub, blub. Ich habe eine Idee. Hier sind so viele Fische, Peppa. Oh. Wie machst du das nur, Emily? Hältst du die Luft an? Nein. Ich kann mit meinem Rüssel atmen, weil er ist so lang. Oh. Hm? Oh, was ist los, Peppa? Ich wünschte, ich hätte auch so einen Rüssel. Dann könnte ich unter Wasser atmen und die Fische sehen. Ich hab's. Komm mit mir, Peppa. Tada! Dieses Rohr trägst du in deinem Mund. Damit kannst du unter Wasser atmen. Wie Emilys Rüssel? Genau wie Emilys Rüssel. Wieso klingt deine Stimme so seltsam, Peppa? Wegen des Schnorchels. Damit kann ich unter Wasser atmen. Wie du. Guck. Nein, Peppa! Bäh! Oh, Peppa, du musst vorsichtig sein. Bäh! Der Schnorchel ist kaputt. Und das Wasser schmeckt furchtbar. Weil es eben Salzwasser ist, Peppa. Press mit dem Schnorchel im Mund die Lippen fest zusammen. So kannst du durch den Mund atmen, ohne Wasser zu schlucken. Du musst ganz, ganz langsam und tief atmen. Schau her. Peppa übt langsame, tiefe Atemzüge. Versuchst du es nochmal? Okay. Ganz viele Fische gesehen. Ja, gut gemacht. Danke für deine Hilfe, Emily. Und um den Salzwassergeschmack loszuwerden, kriegst du von George und mir jetzt Eiscreme. Yay! Das Auto ist viel zu schnell gefahren. Keine Sorge, daher ist es sehr wichtig, dass wir stoppen, gucken, horchen und immer erst beim grünen Männchen über die Straße gehen. Das grüne Männchen! Was haben wir gerade gelernt, Kinder? Stoppen, gucken und horchen! Alles klar, keine Autos! Gehen wir! Jetzt ist es sicher! Oh! Hallo, Papa! Hallo, Peppa! Hallo, Spielgruppe. Hallo, Papa Wutz. Oh, es ist grün. Na dann, bis später, Peppa. Danke
für die Hilfe, Polizei, Wachtmeister Panda. Das war doch gar nichts. Peppa und Polizeiwachtmeister Panda achten darauf, dass alle die Straßenverkehrsregeln befolgen. Nein, nein, nein. Emily, du musst auf deiner Straßenseite bleiben. Tut mir leid, Peppa. Mein Rad klemmt fest. Wir helfen dir. Ta-tü-ta-ta-ta-tü-ta-ta. So bleibt die Straße sicher für Autos und Fußgänger. Oh. Pedro hat nicht gemerkt, dass das Ampelmännchen rot geworden ist. Pedro, das rote Männchen bedeutet nicht gehen. Danke, Peppa. Das war doch gar nichts. Moment mal, Freddy sieht wie ein Räuber aus. Wir müssen den Räuber fangen. Ta-tü-ta-ta-ta-tü-ta. Oh, rot bedeutet, ich muss stoppen. Da ist er ja. Jetzt haben wir ihn. Freddy, siehst du wie ein Räuber aus, weil du auch ein Räuber bist? Nein, mir gefallen nur Streifen. Oh, also bist du kein Räuber? Nein. Oh, dann darfst du weiterfahren. Aber nicht so schnell. Okay, tschüss, Peppa. Au! Gut gemacht, Wachtmeisterin. Alle erinnern sich daran zu stoppen, zu gucken und zu horchen. Und sie gehen nur, wenn das Männchen grün ist. Das bedeutet, wir dürfen gehen. Das war doch gar nichts, Wachtmeister Panda. Peppa liebt es, alle zu beschützen. Und alle lieben es, sich sicher zu fühlen. Peppa und ihre Spielgruppe sind heute zu Besuch in einer Saftfabrik. Dort lernen sie, wie Saft gemacht wird. Und das hier ist die Saftpresse. Sie presst den ganzen Saft aus den Orangen raus. Darf ich auch ein paar Orangen pressen, Frau Mümmel? Natürlich. Jeder von euch darf das. Hurra! Hurra! Orangen zu pressen macht allen großen Spaß. Aber es ist wirklich harte Arbeit. Meine Hände sind müde. Kein Problem, denn als nächstes seht ihr den Saftstampfer. Oh. Die großen Stiefel des Stampfers quetschen den ganzen Saft aus den Erdbeeren heraus. Darf ich mal stampfen, Frau Mümmel? Ja, das dürft ihr natürlich alle. Hurra! Schlüpft in diese Stiefel und stampft drauf los. Das ist genauso wie beim Springen in Schlammpfützen. Das habt ihr gut gemacht. Und jetzt folgt mir bitte. Hier kommt der Saft in Getränkekartons. Die Farbe des Safts muss mit der Farbe des Kartons übereinstimmen. Welcher Saft passt hier dazu? Piep. Er ist rot. Ist es Erdbeere? Gut gemacht, Mandy. Drück den roten Knopf, um ihn zu füllen. Und was ist mit diesem hier? Er ist grün. Also Apfel. Ganz genau, Luzi. Und der hier? Er hat ganz viele Farben. Gut gemacht, Peppa. Du hast gerade eine neue Geschmacksrichtung erschaffen. Ich nenne ihn Regenbogensaft. Jeder findet, dass der Regenbogensaft wirklich ganz köstlich aussieht. Das hier ist der Probierraum. Hier stellen wir sicher, dass alle Säfte super mega lecker sind. Oh. Damit es Spaß macht, müsst ihr erraten, welchen Saft ihr da probiert. Peppa und ihre Spielgruppe lieben es, Säfte zu probieren. Miam, das ist Orangensaft. Das ist Apfelsaft. Das schmeckt wie alle Säfte zusammen. Ja, denn es ist dein spezieller Regenbogensaft.
Miam, miam, miam. Peppa lernt gern mehr über Säfte. Und sie liebt ihren leckeren Regenbogensaft. Wow! Peppa und ihre Familie sind heute in eine Spielhalle gegangen. Gut gemacht! Das ist eine hohe Punktzahl. Das liegt daran, dass Peppa und ich bei jedem dieser Spiele hier Experten sind. Das sind viele Spielmarken, Peppa. Wenn du ganz viele Spielmarken sammelst, kriegst du dafür einen tollen Preis. Wow, einen Preis? Piep, das sind so viele Spielmarken. Spielen wir jetzt das Spiel da? Klar doch, Peppa. Mama Wutz zeigt Peppa, wie man Hau die Karotte spielt. Sie haut immer schnell auf die Karotten, wenn diese auftauchen. Hau! 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 Wollt ihr es jetzt mal versuchen? Ja, bitte! Hau! 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 Noch mehr Spielmarken! Kriegen wir damit jetzt einen mega tollen Preis, Papa? Papa? Papa Wutz spielt das Tanzspiel. Papa Wutz liebt das Tanzen. Wow. Ich bin sowas wie ein Experte, was das Tanzen angeht. Du bist dran, Peppa. Wow. Ja! Puh, das war lustig. Aber gibt es auch ein Spiel, das wir zusammen spielen können? Ich weiß ein gutes Spiel. Peppa und ihre Familie spielen ein Luftballonspiel. Wer seinen Luftballon als erster zum Platzen bringt, gewinnt. Ja! Haben wir eine hohe Punktzahl erreicht? Ja! Eure Punktzahl ist so hoch, dass ihr den Jackpot geknackt habt. Jetzt bekommt ihr für eure Spielmarken einen Wahnsinnspreis. Hurra! Gehen wir! Da bist du ja, Peppa. Das sind unsere Spielmarken. Kriegen wir jetzt bitte den Preis? Oh, ja, klar! Mit so vielen Spielmarken kriegst du einen wunderbaren, außergewöhnlichen, einmaligen Bleistift. Hurra! Ein Bleistift! Peppa macht es Spaß, mit ihrer Familie in der Spielhalle ganz viele Spielmarken zu gewinnen. Und sie liebt ihren brandneuen Bleistift. Peppa und ihre Freunde besuchen heute einen besonderen Erlebnispark. Komm schon, Edmund, du kannst das auch. Es macht Riesenspaß. Wow. Oh. Oh. Gut gemacht, Edmund. Yay. In diesem Raum steht ein Schwebebalken. Man muss ihn überqueren, ohne dabei ins Kugelbad zu fallen. Wenn ihr weiterhin als Team arbeitet, schafft ihr es bis ganz ans Ende, ohne in eins der Kugelbäder zu fallen. Ich kann gut balancieren. Geht mir nach. Jetzt müssen auch Schorsch, Peppa und Edmund Elefant über den Schwebebalken gehen. Aber Edmund fällt es etwas schwer, den Schwebebalken zu überqueren. Versuch seitwärts zu gehen, Edmund. Probieren wir es doch zusammen. Jeder hat es über den Schwebebalken geschafft. Jetzt müssen sie durch diesen Raum schaukeln. Das sieht schwer aus. Man schaukelt damit wie mit einer Schaukel im Park, Emily. Pass auf! Peppa ist eine Meisterin im Schaukeln. Hurra! Halt dich gut fest, George. Du bist dran, Edmund. Nur Edmund Elefant hat ein bisschen Angst davor. Wieso schaukeln wir nicht gemeinsam, Edmund? Als ein Team.
Ah, gute Idee. Geschafft! Danke, Emily. Jeder hat es mit der Schaukel auf die andere Seite geschafft. Ihr seid bisher ein tolles Team. Ein Raum fehlt euch noch. Das ist der letzte Raum. Aber es führt kein Weg über das Kugelbad. So weit können wir doch nicht springen. Und es gibt auch keine Schaukel. Dieser Raum ist sowas wie ein Rätsel. Keinem fällt die Lösung dafür ein, wie man über das Kugelbad kommt. Oh, ich hab's! Aber Edmund Elefant kann super Rätsel lösen. Ich bin eben ein Schlauberger. Jeder hat den Erlebnisparcours erfolgreich bewältigt. Das war wirklich clever, Edmund. Edmund? Edmund Elefant kann es nicht erwarten, das Ganze nochmal zu machen. Peppa spielt heute mit ihrem Bauklötz. Ups! Vorsicht, George! Hier steht eine ganz kleine Stadt und du bist ein riesiger Dinosaurier. Das bringt mich auf eine Idee. Hast du Lust, Riese zu spielen, George? George freut sich schon darauf, mit Peppa Riese zu spielen. Hallo, Polizeiwachtmeister Panda. Was für ein schöner, ruhiger, normaler Tag im Spielzeugland. Und es gibt keinerlei Anzeichen. Oh. Hallo, ich bin Riesen-Peppa. Ein Riese? Zwei Riesen! Peppa und Shaw stellen sich vor, zwei Riesen in einem Spielzeugland aus Bauklötzen zu sein. Hallo Vögel! Hallo Wolken! Hallo allerseits! Unser Ball klemmt fest und zwar in diesem hohen Baum da. Wir können euch damit helfen. Wir sind riesengroße Riesen. Upsi! Vorsicht, George! Hier, bitte, Luzi! Hurra! Riesen-Peppa und Riesen-Schorsch lieben es, ihren Freunden im Spielzeugland zu helfen. Sie helfen Personen dabei, in den Bus einzusteigen. Oh, wee! 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 Und sie sorgen dafür, dass die Boote ganz schnell fahren können. Juhu! Stopp! Das ist die Brücke, die du kaputt gemacht hast. Keine Sorge, wir reparieren sie. Peppa und George sind Bauklotzexperten. Die Spielzeugbrücke haben sie im Nu repariert. Danke, Riesen-Peppa und Riesen-George. Stopp! Ich meine, los! Oh, oh, yeah! Oh, hungrig! Ich bin auch hungrig. Das Essen, das es im Spielzeugland gibt, ist zu klein für Riesen-Peppa und Riesen-Schorsch. Essenszeit! Hurra! Daher müssen sie wohl oder übel richtige Nahrung essen. Vorsicht, Schorsch! Peppa und ihre Familie waren gerade im Supermarkt einkaufen. Vor dem Supermarkt steht ein Spielzeugautomat. Yeah! Mandy Maus hat ein neues Spielzeug. Guck, Mama, ein Jojo. Gut gemacht, Mandy. Peppa, George, wollt ihr auch ein neues Spielzeug haben? Ja, bitte. Wie funktioniert das denn, Frau Mümmel? Ihr kauft einen Jeton und drückt ihn in den Geldschlitz. Dann rollt einer der Bälle bis zum unteren Ende des Automaten. Und in diesem Ball ist dann ein Spielzeug versteckt. Dinosaurier! George hätte gern den Spielzeug-Dinosaurier. Klick!
klingt lustig. Ihr bekommt beide einen Jeton. Hier, für dich. Nachdem Schorsch den Jeton einwirft, leuchtet die Maschine auf und spielt Musik ab. Ein Ball rollt jetzt bis zum unteren Ende des Automats. Schorschs Preis ist ein Spielzeug-Schraubenzieher. Ein Schraubenzieher? Das ist nützlich! Dinosaurier! Keine Sorge, Schorsch. Ich werde den Dinosaurier für dich gewinnen. Nachdem Peppa ihren Jeton einwirft, leuchtet der Automat wieder auf und ein anderer Ball rollt heraus. Oh. Peppa hat auch nicht den Dinosaurier gewonnen. Dafür aber sehr hübsche Aufkleber. Das sind echt tolle Spielzeuge. Aber unsere Eiscreme beginnt zu schmelzen. So nah dran. Ich spüre, dass der Dinosaurier als nächstes rauskommen wird. Dürfen wir es noch einmal versuchen, Mama? Bitte. Okay, na gut. Noch einen Versuch. Peppa und Schorsch drücken den Hebel des Spielzeugautomaten nach unten. Aber dieses Mal kommt gar kein Ball heraus. Oh je, ich war schon gespannt auf euer neues Spielzeug. Keine Sorge, Mama Wutz. Ich repariere ihn. Ich muss dafür nur meinen Schraubenzieher finden. Nein! Nein! Schraubenzieher! Ah, danke, Schorsch. Ups. Hurra! Frau Mümmel hat den Automaten zu gut repariert. Jetzt sind alle Bälle aus dem Automaten gerollt. Ich muss die wieder zurücktun. Aber der hier ist für euch, weil ihr mir geholfen habt. Dinosaurier! Danke, Frau Mümmel. Der hier ist für Sie. Ei! Jeder findet den Spielzeugautomaten super. Und Schorsch liebt Dinosaurier. Peppa und Schorsch sind heute auf einem Jahrmarkt. Hallo, Peppa. Bist du schon im Spaßhaus gewesen? Was ist ein Spaßhaus? Es ist ein Gebäude auf dem Jahrmarkt mit vielen lustigen Räumen und ulkigen Gängen. Dürfen Schorsch und ich ins Spaßhaus gehen? Bitte. Bitte? Hallo, Frau Mümmel. Zwei für das Spaßhaus. Für den Eintritt ins Spaßhaus muss Mama Wutz bei Frau Mümmel Coupons kaufen. Aber die Coupons kosten mehr Münzen, als Mama Wutz gedacht hat. Oh. Danke, Mama Wutz. Hier entlang. Das ist die lustige Wackelbrücke. Überquert sie, um den Rest vom Spaßhaus zu sehen. Peppa überquert die Brücke ganz langsam und vorsichtig. Aber Schorsch findet es lustig, über die Brücke zu rennen. Deine Taktik ist viel besser, Schorsch. Hui! Gratulation! Jetzt müsst ihr den Pfeilen folgen. Hier entlang, Schorsch. Diese Spiegel haben so lustige Formen. In diesen Spiegeln sieht Peppas und Schorschs Spiegelbild wirklich sehr komisch aus. Dieser Spiegel lässt mich riesengroß aussehen. Und du siehst aus, als hättest du einen riesigen Kopf, Schorsch. In dem da siehst du richtig rund aus. Rund! Und in diesem Spiegel sehe ich ja aus wie Frau Mümmel. Ja, denn ich bin wirklich Frau Mümmel. Folgt mir in den sich drehenden Tunnel. Der Tunnel im Spaßhaus dreht sich immer und immer wieder. Und hier bläst ein starker Wind. Schau mal, nach dem Tunnel können wir die Rutsche runterrutschen. Rutsche! Ich helfe dir, Schorsch. Wo bleiben Sie denn so lange?
Ich hoffe, Sie finden raus. Und wie war's? Das Spaßhaus hat wirklich Spaß gemacht. So soll es sein. Jeder liebt das Spaßhaus. Denn das Spaßhaus macht großen Spaß. Peppa und Schorsch helfen heute Papa Wutz dabei, Ordnung in ein paar alte Kartons zu bringen. Was ist das, Papa? Ah, das ist meine gute alte Kamera, Peppa. Man drückt den Knopf hier, um ein Foto zu machen. Tschüss. Dann druckt die Kamera das Foto aus. Guck mal, ich kann es sehen. Darf ich es auch mal probieren? Sag tschüss. Tschüss. Jetzt macht Peppa Fotos mit der Kamera. Diese Kamera macht riesen Spaß. Kamera. Viel Spaß. Aber es ist nicht mehr viel Fotopapier übrig. Also seid sparsam damit. Schorsch hat Spaß und macht haufenweise Fotos. Oh je, jetzt ist kein Fotopapier mehr übrig. Oh, aber ich fotografiere doch so gern. Wieso benutzen wir nicht einfach meine Handykamera? Damit kann man sogar Filter hinzufügen. Papa Wutz' Handykamera hat Schorsch einen falschen Schnurrbart verpasst. Komm mit, Schorsch. Gehen wir noch mehr Fotos machen. Peppa und Schorsch macht das Fotografieren Riesenspaß. Die Handykamera hat über Mama Wutz einen Blumenfilter gelegt. Sag tschüss. Oh. Und Opa Wutz bekommt einen schicken Hut. Peppa, Schorsch und Papa Wutz sind in den Park gegangen, um dort noch mehr Fotos zu machen. Oh. Hallo, Herr und Frau Vogel. Oh. Sagen Sie Tschüss, Herr Bulle. Tschüss. Was für ein lustiges Foto. Papa Wutz möchte Peppa und Schorsch bei den Enten fotografieren. Sagt Tschüss, ihr beiden. Eins, zwei, drei. Tschüss. Peppa und Schorsch kleben alle Fotos, die heute gemacht wurden, in ein Sammelalbum. Guck dir das hier an, Schorsch. Vogel. Aber einige der Fotos sind unscharf. Oh. Die Fotos müssen nicht perfekt sein. Sie sollen euch vor allem an den schönen Tag heute erinnern. Alle lieben es, Fotos zu machen. Und alle haben den schönen Tag heute sehr genossen. Madame Gazelle hat heute eine Überraschung für die Spielgruppe. Oh, ist schon wieder Halloween? Ich verkleide mich als Zauberer. Tschu, tschu. Ich verkleide mich als Baum. Ich verkleide mich als Zauberbaum. Ja. Non, Kinder. Kürbisse werden nicht nur zu Halloween verwendet. Man benutzt sie auch an einem besonderen Feiertag in Amerika. Er heißt Thanksgiving. Darf ich an Thanksgiving denn trotzdem ein Zauberbaum sein? Natürlich, warum nicht? An Thanksgiving, man macht noch etwas anderes. Man macht ein schönes Füllhorn. Füllho was? Das klingt albern. Ein Füllhorn. Das ist ein hornförmiges Körbchen mit Früchten und Gemüse, die im Herbst wachsen. Wir werden unser eigenes machen. Ihr. Danke. Frisches Obst und Gemüse sind Dinge, für die ich dankbar bin. In einer Geschichte heißt es, dass Füllhörner sich sogar von allein nachfüllen. Oh, füllt sich das hier von alleine? Leider nicht. Die Spielgruppe macht ihr eigenes Füllhorn für Thanksgiving und sammelt dafür Dinge, für die sie dankbar sind. Ich bin dankbar für Eicheln und Kürbisse. Wuff!
gebe noch diesen Schokoriegel aus meiner Lunchbox dazu. Ich liebe Schokoriegel. Oh, ich beiße nur einmal ab. Wow. Die Verpackung ist sowieso das Beste daran. Das war knapp. Ihr habt zusammen ein wunderschönes Fühlhorn gemacht. Peppa zeigt nach der Schule Mama Wutz und Papa Wutz, was sie heute gelernt hat. Das ist ein Füllhorn. Es gehört zu Thanksgiving. Und erinnert uns daran, für unser leckeres Essen dankbar zu sein. Wirklich schön. Oh, aber dein Füllhorn erinnert mich daran, wie unglaublich hungrig ich bin. Heute ist Pfannkuchentag in Peppas Spielgruppe. Das ist Eiscreme. Können wir Pfannkuchen auch mit anderen Mustern machen? Ja, können wir. Wir brauchen dazu nur mehr Pfannkuchenteig. Ja! Peppa gibt Mehl in eine Schüssel. Molly Mietze gibt ein Ei dazu. Wow! Klausi Kleff gibt Milch dazu. Und Luzi Locke rührt die Mischung gründlich um. Madame Gazelle gibt Lebensmittelfarbe in die Teigmischung, damit man danach bunte Pfannkuchenmuster zeichnen kann. Jetzt können wir in der kalten Pfanne das Muster zeichnen, das wir wollen. Danach backen wir den Pfannkuchen. Gibst du etwas mehr Rosa dazu, Luzi? Und etwas mehr ihr drüben. Wow! Was ist das? Was zeichnen Sie da, Madame Gazelle? Du wirst schon sehen. Jetzt wird die Pfanne sehr heiß werden. Ihr müsst für diesen Teil etwas zurückgehen, Kinder. Alle ab! Oh, Peppa! Das bin ich! Der Pfannkuchen sieht genau wie Peppa aus. Ich bin Peppa Pfannkuchen. Und ich bin richtig lecker. Machen wir als nächstes einen Regenbogen? Natürlich gern. Juhu. Peppa und ihre Freunde geben die einzelnen Regenbogenfarben dazu. Rot, orange, gelb, grün, blau. Och. Ich hab den Regenbogenpfannkuchen zerstört. Nein, das hast du nicht. Aus dem vielen Blau ist ein schöner blauer Himmel geworden. Machen wir den größten Pfannkuchen auf der Welt. Hurra! Mit Backpulver werden die Pfannkuchen am fluffigsten. Es reicht schon ganz wenig. Madame Gazelle hat aber viel Backpulver dazugegeben. Der Pfannkuchen wird immer größer. Oh, das hier können wir wohl nicht essen, Kinder. Aber es ist ein super Trampolin. Peppa liebt den Pfannkuchentag. Jeder liebt den Pfannkuchentag. Ein super Strike für einen super Bowler! Heute gibt Luzi Locke eine Bowling-Party. Ich will auch einen super Strike schaffen. Ich weiß, wie es geht. Ich bin schon oft bowlen gewesen. Dann zeig bitte allen, wie es geht, Peppa. Okay. Machen wir ein Foto von uns für die Anzeigetafel. Stellt euch alle vor die Kamera und sagt Cheese. Cheese. Perfekt. Das ist eure Bowlingbahn. Oh.
jetzt nehmt ihr euch eine Bowlingkugel, dann werft ihr sie gerade nach vorne. Genau so. Yay! Oh ja! Ich versuche es mal. Ich nehme die hier. Die rosa Kugel ist sehr schwer. Nimm lieber diese Kugel. Sie ist leichter. Oh. Du meine Güte! Vermisst jemand seine Kugel? Oh nein! Ich versuch's als nächstes. Wow! Pedro Ponys Kugel ist in die Rinne am Rand der Bowlingbahn gerollt. Ups. Ich bin dran! Oh. Luzi Locke, Pedro Pony und Gerald Giraffe haben beim Bowlen noch nicht den richtigen Dreh rausgekriegt. Keine Sorge. Wir müssen nur auf eine andere Art bowlen. Probiert es nochmal. Ich hole für euch die Trennwand hoch. Damit macht das Spielen auch Spaß. Hurra! Versuch du es jetzt, Pedro. Okay, aber ich will nicht, dass meine Kugel aufspringt. Kein Problem. Mit Hilfe der Rampe wird deine Kugel gerade ausrollen. Oh, das macht Spaß. Peppa und ihren Freunden macht Bowling auf ihre eigene Art Riesenspaß. Aber Luzi Locke will immer noch einen Superstrike schaffen. Also gut, Kinder. Jeder darf noch einmal. Viel Glück! Meh, seht genau hin! Luzi Locke rollt die Bowlingkugel rückwärts. Oh. Ein Superstrike für einen Super Bowler! Luzi Locke hat einen Superstrike geschafft. Luzi Locke spielt gern Bowling. Jeder spielt gern Bowling. Peppa und Schorsch tun heute so, als wären sie schon erwachsen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wo sind meine Tasche und mein Hut? Wir müssen jetzt schnell zur Arbeit, Mama. Oh, und was wollt ihr denn einmal werden, wenn ihr groß seid? Dinosaurier! Schorsch will ein Dinosaurier werden. Ich denke, wenn ich groß bin, will ich Zahnärztin werden. Dann sorge ich dafür, dass wirklich alle schöne und gesunde Zähne haben. Oh. Interessant. Und sind alle meine Zähne auch gesund? Du hast aber ganz schön viele saubere Zähne, Mama. Oh. Hier ist dein Aufkleber, weil du so mutig warst. Vergiss nicht, die Zähne zu putzen. Wer ist der Nächste? Schorsch, du Witzbold. Dinosaurier gehen nicht zum Zahnarzt. Die gehen zu Dr. Hamster, dem Tierarzt. Aber du bekommst natürlich trotzdem einen Aufkleber. Ich denke, du wärst eine sehr gute Zahnärztin. Dinosaurier! Und du wärst ein ausgezeichneter Dinosaurier, Schorsch. Aber es würde mir auch total gefallen, eine tolle Busfahrerin zu werden. Dann könnte ich alle meine Freunde zum Park fahren. Fahrkarten bitte! Nächster Halt, der Park! Stopp! Du hast uns vergessen! Komm zurück! Als Busfahrerin musst du an jeder Bushaltestelle anhalten, Peppa. Ups, Entschuldigung. Du wärst sicher eine tolle Busfahrerin, Peppa. Aber ich will auch nicht nur Zahnärztin und Busfahrerin werden. Ich würde auch ganz gern Lehrerin werden. Oh, dann bringe ich allen bei, wie man schön malt. Daraus wird ein Schmetterling, wenn ihr Handabdrücke verwendet. Und zwar so. Ah!
in die Schule, Schorsch? Du könntest ja eine Schule für Dinosaurier eröffnen. Aber wenn ich groß bin, will ich auch unbedingt in Schlammpfützen springen. Und Schorsch wird ein Dinosaurier sein. Es wird ihnen immer Spaß machen, in Schlammpfützen zu springen. Auch als Erwachsene. Oder als Dinosaurier. Peppa und ihre Familie besuchen den Botanischen Garten. Oh. Die da ist hoch. Oh. Die riechen herrlich. Oh. Oh, und dieses Blatt da ist auf Papas Kopf. Versucht euch am neuen kniffligen Heckenlabyrinth. Eintritt auf eigene Gefahr. Was ist das, Frau Mümmel? Das ist ein sehr kniffliges Heckenlabyrinth. Es ist ein langer Parcours mit vielen Ecken und Abzweigungen. Das Ziel ist der große Brunnen in der Mitte. Peppa und Schorsch sind begeistert vom neuen kniffligen Labyrinth. Ich bin Experte, was Labyrinthe angeht. Ich verlaufe mich so gut wie nie. Viel Glück! Auf geht's! Hurra! Peppa und ihre Familie winden sich durch das Labyrinth. Es ist voller Kurven. Das Labyrinth macht allen großen Spaß. Oh, hier geht es nicht weiter. Oh je, gehen wir zurück und versuchen es anders, Papa Wutz. Oh. Papa Wutz? Ich bin hier drüben, Mama Wutz. Schorsch und ich sind wohl irgendwo falsch abgebogen. Wollen wir uns beim Brunnen in der Mitte treffen? Gute Idee. Wer schneller ist. Guck, Mama. Noch mehr hohe Blumen. Und tiefe Blumen. Peppa und Mama Wutz haben viel Spaß im Labyrinth. Aber Papa und Schorsch haben sich verlaufen. Keine Sorge, Schorsch. Wir schaffen es. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Oh, hallo, Schorsch. Der Brunnen ist da drüben. Bei den großen Blumen mit den Blättern. Hurra! Na dann los! Jetzt haben alle die Mitte des Labyrinths erreicht. Hurra! Gut gemacht! Den ersten Teil des Labyrinths habt ihr sehr schnell bewältigt. Was ist der zweite Teil? Jetzt müsst ihr wieder nach draußen finden. Peppa und ihrer Familie hat das knifflige Heckenlabyrinth viel Spaß gemacht. Und den Ausgang zu finden, wird ihnen genauso viel Spaß machen. So und so spielt man Shuffleboard. Mein Puck liegt in der hintersten Zone. Dafür kriege ich einen Punkt. Hurra! Peppa und ihre Familie lernen heute auf dem Kreuzfahrtschiff, wie man Shuffleboard spielt. So, Opa Wutz kann jetzt entweder meinen Puck wegstoßen oder seinen in das Dreieck schieben, um Punkte zu sammeln. Ich werde es versuchen. Opa Wutz hat den Puck von Oma Wutz in Schorschs Sandburg gestoßen. Das gibt 2 Punkte für mich. Darf ich auch mal? Ja, nimm den Q-Stab und schieb den Puck damit ins Dreieck. Oh, es hat sich fast kaum bewegt. Versuch es doch einmal mit etwas Anlauf. Gute Idee. Peppa nimmt einen Riesenanlauf. Aber der Sand ist sehr rutschig. Dafür kriege ich keine Punkte. Keine Sorge. Es geht darum, Spaß zu haben, nicht Punkte zu erzielen. Außerdem, beim ersten Mal ist niemand gut darin. Oh. Tolle gemacht, Leistung! George. Ich muss es einfach nur weiter üben. Peppa probiert viele Sachen aus, um den Puck anzuschieben. Oh.
Oh, 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 meine Eistüte. Aber nichts scheint zu funktionieren. Immerhin hast du dieses Mal meine Eistüte verfehlt. Oh, oh nein. Ich bin dran, Peppa. Bitte sehr, Oma. Omas Puck hat Peppas Puck in das Dreieck geschoben. Ich krieg 3 Punkte. Hurra! Peppa ist begeistert und will weiter üben. Aber es sind keine Pucks mehr übrig. Oh. Schorsch hat nämlich mit dem Puck seine Sandburg fertig gebaut. Alle spielen liebend gern Shuffleboard. Aber Schorsch baut noch lieber Sandburg. Ganz ruhig. Peppa hat heute ein Video gefunden von der Zeit, als sie ein Baby war. Ich habe als Kind laut geweint, nicht wahr, Papa? Oh. Ja, das tun alle Babys manchmal. Ach, da muss ich mit Schorsch schwanger gewesen sein. Schwanger? Was bedeutet das? Das heißt, da ist er noch in meinem Bauch gewesen. Oh, ich habe eine Idee. Was tust du da, Peppa? Schaut, jetzt habe ich auch ein Baby in meinem Bauch. Oh, sehr gut, Peppa. So. Was tun denn Menschen, die ein Baby im Bauch haben? Ich hatte damals oft Heißhunger. Heißhunger hat man, wenn man unbedingt etwas Bestimmtes essen will. Peppa entscheidet, dass sie jetzt auch einen Heißhunger hat. Ich habe Heißhunger auf. Spaghetti! Peppa findet Heißhungerattacken köstlich. Das war wirklich lecker. Was passiert noch, wenn man ein Baby im Bauch hat, Mama? Nun, ich wurde damals schnell müde und nette Menschen haben mir dann ihren Sitzplatz überlassen, damit ich mich hinsetzen und ausruhen konnte. Hallo, Peppa. Ich habe ein Baby in meinem Bauch und ich bin wirklich müde. Überlass mir also bitte deinen Sitzplatz, Papa. Oh Gott, na klar, bitteschön. Und manchmal taten mir die Füße weh. Dann hat Papa Wutz mir die Füße massiert. Peppa gefällt die Idee einer Fußmassage. Papa, mir tun die Füße weh. Kannst du mir bitte die Füße massieren? Oh, verstehe, dann verlieren wir keine Zeit. Hohoho. Hier ein bisschen. Papa Wutz kitzelt die Füße mehr, anstatt sie zu massieren. Es passierte aber noch etwas, als Mama Wutz schwanger war. Was meinst du? Am Ende bekam sie ein Baby. Tante Wutz kommt mit Baby Alexander zu Besuch. Hallo, Baby Alexander. Ich tat gerade so, als hätte ich ein Baby im Bauch. Aber jetzt kann ich so tun, als wärst du mein Baby. Echte Babys sind eigentlich wirklich laut. Ich denke, dabei hatte ich doch lieber mein Kissen. Opa, Schorsch, wo seid ihr? Peppa spielt heute im Garten mit Schorsch und Opa Wutz. Was ist dieses Geräusch? Hab euch! Peppa hat Schorsch und Opa Wutz in einem Busch gefunden. Es ist so gemütlich hier drin. Ja, es erinnert mich an mein Gartenversteck, das ich als Kind hatte. Können wir ein Gartenversteck bauen, Opa? Ja, na klar. Hurra! Alle tragen zum Bauen des Gartenverstecks spezielle Gartenhandschuhe und Stiefel.
Zuerst müssen wir ein Loch graben mit diesen Schaufeln und jede Menge Stöcke und Zweige sammeln. Peppa gefällt es, mit Opa Wutz ein Loch zu graben. Oh? Oh! Oh! Gute Arbeit, Peppa. Und Schorsch trägt gerne Stöcke zusammen. Ich denke, das sind genug Stöcke. Gute Arbeit, Schorsch. Opa Wutz hämmert jetzt die Stöcke in das Loch. Tretet ein Stück zurück. Opa Wutz macht aus den vielen Stöcken ein Dach. Und Peppa und Schorsch decken das Dach mit ganz viel Laub ab. Wofür ist denn das Laub, Opa? Das Laub wird das Versteck schön warm halten. Es scheint stabil zu sein. Gut gemacht. Hurra! Du brauchst noch das hier, bevor wir reingehen, Peppa. Opa Wutz hat Peppa einen Spezialrucksack gegeben. Alle sind sehr glücklich mit ihrem neuen Gartenversteck. Opa, was macht man in einem Gartenversteck? Am allerliebsten mache ich in einem Versteck ein schönes Picknick. Der Spezialrucksack ist gefüllt mit Obst aus dem Garten. Peppa und Schorsch genießen das Picknick im Gartenversteck. Peppa, Schorsch, wo seid ihr? Alle lieben es, im Gartenversteck ein Picknick zu machen. Peppa und Wutzi spielen Polizistinnen. Polizei, wir helfen dir. Danke, Polizistinnen. Gern geschehen. Wir müssen wieder zurück, um neue Verbrechen zu lösen. Oh je. Was ist los, Madame Gazelle? Ich kann meinen Spezialkühli nirgendwo finden. Das klingt nach einem Rätsel. Keine Sorge, denn ich und Polizistin Luzi werden den Fall lösen. Peppa und Luzi suchen nach Hinweisen, um den Spezialkuli zu finden. Sie benutzen eine Lupe. Damit können sie kleine Dinge größer sehen. Aha! Lila! Das hat die gleiche Farbe wie Klausi Kleffs T-Shirt. Hast du den Spezialkuli gesehen, Klausi? Ich glaub nicht, nein. Nun, wir nehmen dich besser mal mit auf unser Polizeirevier, um dir da ein paar Fragen zu stellen. Peppa und Luzi haben einen Teil des Raums zu einem Polizeirevier umgestaltet, wo sie alle zum Spezialkuli befragen können. Es besteht aus Büchern und Kissen. Dieses Polizeirevier hat nicht einmal Türen. Es ist aber ein schöner Ort zum Lesen. Peppa und Luzi Locke stellen allen Fragen zum Spezialkuli. Sie haben auch Molly Mietze aufs Polizeirevier gebracht. Molly Mietze, erinnerst du dich, welche Farbe der Spezialkuli hat? Rot? Nein, grün. Oder doch rosa? Nein, blau. Aha, das hat uns jetzt sehr geholfen. Sehen wir uns jetzt genau um. Der blaue Spezialkuli muss hier irgendwo versteckt sein. Peppa und Luzi Locke suchen überall nach dem Spezialkuli. Oh. Aber sie können ihn nirgends finden. Ich kann ihn leider nirgendwo finden. Ich habe eine Idee. Jetzt muss Madame Gazelle auf dem Polizeirevier Fragen beantworten. Wann haben Sie Ihren Spezialkuli das letzte Mal gesehen? Nun, mal sehen. Ich hab ihn heute früh benutzt und dann hinter mein Ohr gesteckt. Oh? Aha. Yeah. Madame Gazelles Spezialkuli steckte die ganze Zeit hinter ihrem Ohr. Wir haben ihn. Das Rätsel ist gelöst. Hurra! Danke für eure Hilfe, Peppa und Luzi.
Ich denke, ihre zwei werden sehr gute Polizistinnen. Peppa und ihre Spielgruppe nehmen heute an einem Benefizlauf teil, um Geld für eine neue Schulglocke zu sammeln. Seid ihr jetzt alle bereit zu laufen? Jawohl! Alle auf eure Plätze, fertig, los! Yeah. Oh je, es hat angefangen zu regnen. Und keiner hat Lust, im Regen zu laufen. Verschieben wir den Lauf auf einen Tag, an dem es nicht so bewölkt ist und regnet? Außer Peppa. Aber bei Regen macht der Benefizlauf doch noch viel mehr Spaß. Denn dann sind hier überall Schlammpfützen. Also gut, dann heißt es auf die Plätze schon wieder, fertig schon wieder und... Los, schon wieder! Wegen des Regens hat sich auf der Laufstrecke eine kleine Pfütze gebildet. Aber Luisa Löffel kann sehr weit springen. Geschafft! Ups! Tut mir leid, Luisa. Ist schon gut, Peppa. Hopp! Kommt schon, ihr zwei. Das Rennen ist noch lang. Weil starker Wind weht, tun sich Luzi und Frau Locke schwer, den Hügel zu erklimmen. Der Wind ist zu stark und der Boden ist außerdem viel zu rutschig. Ich hab's. Emily Elefant ist sehr gut darin, Dinge mit ihrem Rüssel zu ziehen. Der Weg hinunter sieht wirklich schlammig aus. Ja, aber es macht Spaß, hinunterzurutschen. Und Peppa ist sehr gut darin, im Schlamm zu rutschen. Peppa und Papa Wutz sind bei den großen Bäumen angekommen. Jeder muss unter den tief hängenden Ästen durchkriechen, um das Rennen zu beenden. Das macht sicher Spaß. Jeder hat es über die Ziellinie geschafft. Wir haben genug Geld gesammelt, um die Schulglocke zu reparieren. Monsieur Bull wird sie morgen reparieren. Hurra! Hattest du Spaß, Papa? Papa? Jeder liebt es, im Regen zu laufen. Komm schon, Peppa. Laufen wir nochmal. Aber Papa Wutz liebt es ganz besonders, im Regen zu laufen. Heute gehen Peppa und Schorsch mit Oma und Opa Wutz picknicken. Fast geschafft! Peppa darf heute zum ersten Mal den Picknickkorb packen. Alles okay, Peppa? Ich will alle Spielsachen zum Picknick mitnehmen, aber sie passen einfach nicht rein. Brauchst du wirklich alle Spielsachen? Na gut, dann nehme ich nur meinen Teddybär mit. Dinosaurier! Und den Dinosaurier. Wundervoll! Denn wenn wir all deine Spielsachen einpacken, hat das Essen nicht mehr Platz. Was würdest du denn gern beim Picknick essen, Peppa? Oh, machen wir Spaghetti. Ich liebe Spaghetti. Spaghetti sind keine gute Wahl für ein Picknick. Wie wär's denn mit Sandwiches? Sandwiches liebe ich auch. Was ist euer Lieblingssandwich? Marmelade! Peppa, Schorsch und Oma Wutz machen Marmeladensandwiches. Brauchen wir sonst noch was für das Picknick, Peppa? Wir brauchen eine bequeme Picknickdecke. Kannst du eine suchen, Opa? Zu Befehl, Peppa. Oh nein! Beim Marmeladensandwich machen richtet man eine Sauerei an. Der Versuch, die Sauerei zu beseitigen, ging nach hinten los.
Keine Sorge, man kann keine Marmeladensandwiches machen, ohne dabei zu kleckern. Peppas Sandwiches sind dreieckig. Tada! Die von Schorsch sind dinosaurierförmig. Hier ist eine Decke. Brauchen wir sonst noch was, Peppa? Wir brauchen Becher für den Orangensaft. Ja, gut gemacht, Peppa. Jetzt können wir losgehen. Das wird heute ein Riesenspaß. Oh. Oh nein, es regnet. Picknicks machen im Regen weniger Spaß. Oh je, wir müssen unser Picknick im Freien leider verschieben, Peppa. Oh. Aber wieso verlegen wir unser Picknick nicht einfach nach drinnen? Ja! Peppa hat das Picknick im Haus vorbereitet. Jetzt können wir picknicken, obwohl es draußen regnet. Und all meine Spielsachen sind auch hier. Picknick! Alle genießen Peppas Picknick. Und Peppa hat es liebend gern vorbereitet. Heute findet in Peppas Spielgruppe ein ganz besonderer Unterricht statt. Heute lernt ihr etwas über den 4. Juli. Den amerikanischen Unabhängigkeitstag. Was? Unabhängigkeitstag? Der Unabhängigkeitstag ist ein Tag, an dem die Amerikaner all die Dinge feiern, die sie an ihrem Land lieben. Und wir haben heute einen Spezialgast. Von Unabhängigkeitstag allerseits! Herr Bulle machte vor kurzem Urlaub in Amerika und zeigt uns heute ein paar Dinge, die ihm dort besonders gefallen haben. Als erstes feiern wir ein amerikanisches Grillfest. Lasst uns alle zusammen grillen mit meinem neuen Grill. Ich bin der Grillmeister. Herr Bulles Grill ist wahnsinnig groß. Oh, danke sehr, Herr Bulle. Aber es ist besser, wenn wir später grillen, und zwar im Freien. Alles klar. Zuerst ziehen wir uns schick an. Peppa und ihre Freunde ziehen sich Sachen in den Farben der amerikanischen Flagge an. Rot, weiß und blau. Der Grillmeister und sein Grill können es nicht erwarten, loszulegen. Ist es schon soweit? No, Herr Bulle. Vorher wird noch dekoriert. Oh, na klar. Ich mache mich auf zum Grill. Als nächstes schmücken alle den Raum mit roter, weißer und blauer Deko. Jetzt basteln Peppa und ihre Freunde eine amerikanische Flagge. Wie viele Sterne sind auf der amerikanischen Flagge? Ganz viele. Du meine Güte, das sind aber sehr, sehr viele Sterne, Kinder. Die amerikanische Flagge hat 50 Sterne. Einen für jeden Bundesstaat. Nun, ist es schon Zeit fürs Grillen? Ja, es ist Zeit. Hurra! Herr Bulle freut sich, endlich seinen Grill zu verwenden. Und seid ihr alle bereit für ein typisch amerikanisches Grillfest? Aber jetzt ist das ganze Essen angebrannt. Was essen wir denn jetzt? Keine Sorge, ich kann nicht nur super grillen, sondern auch einen leckeren amerikanischen Apfelkuchen backen. Ja! 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 Ich liebe Apfelkuchen. Das ist das amerikanischste Gericht überhaupt, vor allem bei einem Feuerwerk. Jeder liebt Feuerwerke und Apfelkuchen. Vor allem am Unabhängigkeitstag. Herzlich willkommen in unserer Eisdiele. Heute ist es sehr heiß. Daher tun Peppa und Schorsch so, als würde ihnen eine Eisdiele gehören. Hier, bitte sehr, Herr Papa Wutz. Oh, danke sehr. Was hätten Sie denn gerne, Frau Mama Wutz? Ich nehme ein Bananensplit, bitte. Hurra! Was genau ist ein Bananensplit, Oma? Es ist eine Nachspeise. Zuerst schneiden wir eine Banane in zwei Hälften.
Jetzt geben wir Eiscreme, Kirschen und Schlagsahne dazu. Schorsch gibt gerne Eiskugeln dazu. Vorsicht, zermatsch nicht die Banane. Und Pepper gibt besonders gerne Schlagsahne dazu. Ups. Vergiss nicht die Kirsche obendrauf. Hier ist Ihr Bananensplit, liebe Frau Mama Wutz. Das sieht köstlich aus. Oh, jetzt hätte ich gerne ein Knickerbocker Glory. Ein Nicanori? Was ist das, Madame? Das ist ein sehr spezieller Eisbecher. Aber aus Bechern trinkt man doch, oder? Nein, aus diesem Becher nicht. In diesem Becher wird Eis serviert. Ich zeige es dir. Wir brauchen Eiscreme, Obst, Meringe und Sahne. Pepper und Schorsch geben alle Zutaten in das Glas. Und jetzt könnt ihr es noch garnieren. Und garnieren den Eisbecher mit Waffeln, bunten Streuseln und Soße. Bitte sehr, Madame. Das sieht wunderbar aus. Jetzt habt ihr allen Eis serviert. Was für ein Eis hättet ihr zwei denn gerne? Ein Regenbogeneis. Regenbogen. Pepper und Schorsch nehmen sich Eiscreme in allen möglichen Farben. Rosa für Erdbeere, braun für Schokolade, gelb für Banane. Nane. Und dann garnieren sie das Ganze. Vermischen wir die ganzen Farben. Pepper und Schorsch haben alle Farben miteinander vermischt. Das ist jetzt eine Schlammpfütze und nicht mehr ein Regenbogeneis. Leider haben wir jetzt nicht mehr viel Eiscreme übrig. Wir haben nur noch Vanille. Mein Lieblingseis. Pepper und Schorsch machen gern besondere Eisbecher. Aber Vanilleeis haben sie immer noch am liebsten. Miam, miam, leckeres Essen. Miam, miam. Pepper und ihre Familie gehen heute auf dem Kreuzfahrtschiff in ein Restaurant der ganz besonderen Art. Dies ist eine besondere Art von Restaurant, denn hier gibt's ein Buffet. Nehmt euch einen Teller und wählt das aus, was euch schmeckt. Guten Appetit! Oh, super! Das Restaurantbuffet hat viele verschiedene Gerichte im Angebot. Was möchtest du essen, Pepper? Spaghetti habe ich am liebsten. Recht hast du. Aber nimm dir nicht zu viel. Wir können uns ja jederzeit Nachschub holen. Oh, gute Idee. Und was hättest du gern, Schorsch? Du hast Durst, oder? Dann machen wir uns am besten etwas Orangensaft. Mal schauen. Aha! Die Orangensaftpresse ist sehr laut. Und es kommt nur ganz wenig Orangensaft heraus. Oh! Saft! Wir machen einfach mehr, keine Sorge. Ausgezeichnet. Ich kann's kaum erwarten. Fertig. Du hattest wirklich Kohldampf. Darf ich mir jetzt noch mehr holen, bitte? Na klar, komm mit. Hurra! Opa Wutz versucht immer noch, Schorsch ein Glas Orangensaft zu machen. Du meine Güte. Würden Sie uns bitte mehr Orangen bringen, Frau Mümmel? Ja, sofort. Pepper hat eine spezielle Pfannkuchenmaschine entdeckt. Nur ein Pfannkuchen, bitte, Herr Roboter. Ich kann mir später noch mehr holen. Fantastisch! Aha! Oma Wutz freut sich schon riesig auf ihre Spaghetti. Fertig! Danke, Pfannkuchenroboter. Aber jetzt hat Pepper auch Durst bekommen. Kriege ich auch ein Glas Saft, Oma Wutz? Na klar, Opa Wutz kümmert sich darum.
Aber wieso braucht er denn so lange? Opa Wutz hat endlich ein Glas Orangensaft zusammenbekommen. Opa Wutz hat mittlerweile sogar viele Gläser mit Orangensaft gefüllt. Die Presse hat endlich aufgehört, Orangensaft zu machen. Puh! Du bist lustig, Opa. Du musst ja gar nicht so viel Saft machen. Du kannst dir ja später einfach noch mehr holen. Peppa liebt das Restaurantbuffet. Und Schorsch liebt seinen Orangensaft. Hallo, ich bin Königin Peppa. Heute tut jeder in der Spielgruppe so, als sei Peppa die Königin. Ich bin die Königin und ich befehle euch, dass ihr alle lauter Leckereien essen sollt. Zu Befehl, Eure Majestät. Königin Peppa genießt es, die Königin der Spielgruppe zu sein. Sie genießt auch die ganzen Leckereien. Miau, hier sind ein paar Rosinen, Frau Königin. Mm. Oh, danke, Molly. Ich liebe Rosinen. Aber ich bin schon echt richtig satt. Darf ich für eine Weile König spielen, wenn du satt bist, Königin Peppa? Gute Idee. Hier, bitte sehr, König Pedro. Jetzt ist Pedro Pony der König der Spielgruppe. Ich befehle, jeder hier muss jetzt hüpfen. Wieso, Herr Majestät? Weil Hüpfen Spaß macht. Okay. König Pedro hat recht. Hüpfen macht Spaß. Mir gefällt, wie du hüpfst, Klausi. Danke, König Pedro. Hüpf, hüpf. König Pedro, du hast gesagt, jeder muss hüpfen. Also musst du auch hüpfen. Oh, das stimmt. Hüpf, 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 hüpf. Hast du Lust, jetzt die Königin zu sein, Molly? Miau. Ja, bitte. Hüpf. Hüpf. Jetzt ist Molly die Königin. Oh, ich befehle, dass jeder von euch jetzt ganz, ganz leise sein muss. Oh. Und ich befehle, jetzt macht alle Lärm. Und jetzt leise sein. Und jetzt macht Lärm. Alle haben viel Spaß dabei, Königin Mollys und König Klausis Regeln zu befolgen. Leise. Laut. Jetzt ist Schorsch der König. Oh. Ach, Dinosaurier! Hurra! König Schorsch befiehlt, jeder soll so tun wie ein Dinosaurier. Es macht allen Spaß, König der Spielgruppe zu sein. Aber Dinosaurier zu spielen macht allen noch viel mehr Spaß. Peppa und ihre Freunde sind heute im Freizeitbad. Hallo allerseits. Hallo, Frau Mümmel. Bevor ihr ins Wasser dürft, müsst ihr ein paar wichtige Regeln lernen. Ja. Frau Mümmel erklärt allen, wie sie im Schwimmbad sicher sind. Regel Nummer 1 ist, nicht planschen. Nicht planschen, Herr Bulle. Ups, tut mir leid, Peppa. Tut mir leid, Frau Mümmel. Schon in Ordnung, Herr Bulle. Regel Nummer 2 ist, nicht rennen. Herr Bulle, Sie Dummerchen, nicht rennen. Tut mir leid. Herr Bulle kennt keine einzige Regel. Oh, und die letzte Regel ist, jeder hier muss heute einen Riesenspaß haben. Oh,
haben Sie einen riesen Spaß, Herr Bulle. Oh, den werde ich haben. Ich wünsche euch viel Spaß im Wasser. Was machen wir als Erstes? Gehen wir auf die Wasserrutsche. Hurra! Alle freuen sich schon darauf, die Wasserrutschen hinunterzurutschen. Hallo zusammen. Wer von euch will hinunterrutschen? Ich. Tja, ihr habt Glück. Ja. Es gibt eine Rutsche für jeden von euch. Machen wir ein Wettrennen. Gute Idee. Zum Glück habe ich eine Flagge hier. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und Klausi Kleff geht in Führung. Gefolgt von Pepa. Gerald Giraffe und Luzi Locke liegen auf den Plätzen 3 und 4. Das Rennen ist äußerst knapp. Ein wahnsinnig spannendes Wasserrutschrennen. Hallo, Oma. Hallo, Herr Bulle. Sie nähern sich der Ziellinie. Alle liegen Kopf an Kopf. Wer wird wohl am Ende gewinnen? Es ist ein Unentschieden. Jeder hat gewonnen. Peppa und ihren Freunden machte das Rutschen großen Spaß. Aber sie haben dabei Regel 1 des Freizeitbads vergessen. Nicht planschen. Platz, Platz. Peppa und Schorsch helfen heute bei der Zubereitung des Weihnachtsessens. Sie lassen für das Gemüse ein Bad ein. Ja, es braucht Badespielzeug. Viel Spaß damit, Gemüse. Das hatte ich nicht gemeint, als ich sagte, wasch das Gemüse. Ich habe die Kartoffeln fertig gekocht. Willst du sie zusammen mit Schorsch stampfen? Ja, ja. Kartoffeln. Nicht mit euren Händen, sondern damit. Okay, Papa. Nun, was ist jetzt dran, Mama Wutz? Fertig. Oh, das war flott. Ihr habt aus den Kartoffeln ein Iglu gemacht. Wie lustig. Wollt ihr mir mit der Kuchenglasur helfen? Ja, bitte. Geben wir etwas grüne Glasur darauf und machen ein paar Kleckse mit weißer Glasur, sieht es aus wie ein Mistelzweig. Mistelzweig! Hurra! Wir sind dran, wir sind dran. Bitte sehr, Peppa. Du machst die Blätter und Schorsch, du machst die... Oh. So in etwa? Na ja, nicht ganz, aber das macht viel mehr Spaß als Mistelzweige. Es sieht aus wie ein Schneemann. Schneemann! Oma und Opa Wutz kommen zum Weihnachtsessen vorbei. Frohe Weihnachten aller! Oh, oh je. Peppa und Schorschs Weihnachtsessen sieht schlimmer aus, als Oma Wutz erwartet hat. Peppa und Schorsch haben uns mit dem Weihnachtsessen geholfen. Normalerweise machen wir es ganz anders. Oh. Ja, aber so macht es mehr Spaß. Peppa und ihre Familie genießen zusammen das Weihnachtsessen. Sie lachen viel. Und erfinden neue lustige Traditionen. Frohe Weihnachten allerseits. Frohe Weihnachten. Hallo allerseits. Hallo, Peppa. Mama Wutz hat Peppa zur Spielgruppe gebracht. Sie kümmert sich aber auch um Baby Alexander. Oh je. Darf ich Baby Alexander schnell die Windeln wechseln, bevor ich gehe, Madame Gazelle?
Unbedingt. Oh, dürfen wir dabei helfen, ihn abzuputzen? Bitte! Okay, nehmt bitte die Windelcreme und eine frische Windel aus der Wickeltasche und gebt sie mir. Alle haben Spaß dabei, Mama Wutz zu helfen, Baby Alexanders Windeln zu wechseln. So, wieder putzmunter. Darf Baby Alexander mit uns spielen? Bitte! Nun, von mir aus gerne. Hurra! Peppa zeigt Baby Alexander alle ihre Lieblingssachen aus der Spielgruppe. Das sind die Bücher. Oh. Baby Alexander gefallen die vielen Bücher. Das ist die ganze Welt. Und es macht ihm Spaß, den Globus zu drehen. Und das ist Madame Gazelle. Bonjour, kleiner Alexander. Oh. Aber Madame Gazelle hat er am allerliebsten. Vielleicht ist es Zeit, etwas zu malen. Alle malen Bilder von sich selbst. Solche Bilder nennt man Selbstporträts. Ich bin die gemalte Peppa. Hallo. Hallo, Peppa. Ich bin Freddy. Ich bin Luzi. Und ich bin Gerald. Gut gemacht, Baby Alexander. Es sieht aus wie ein leckerer Apfel. Baby Alexanders Bild erinnert Peppa daran, dass es Zeit fürs Mittagessen ist. Auch für Baby Alexander ist jetzt Essenszeit. Er bekommt spezielle Babynahrung. Hier kommt der Zug, Alexander. Tschuff, tschuff. Schmeckt Baby Alexanders Essen eigentlich gut, Mama? Oh, er findet schon. Oh je. Darf ich ihm noch mal die Windeln wechseln, bevor wir gehen? Ich hol die Tasche. Die Spielgruppe liebt es, Baby Alexander hier zu haben. Und Baby Alexander freut sich, zu Besuch zu sein. Mama Wutz wird heute einen entspannenden Tag im Spa verbringen. Oh. Tut mir leid, Mama Wutz. Ich muss heute früher schließen. Ich habe einen Schnupfen. Oh. Ich hatte mich so auf meinen Spa-Tag gefreut. Machen wir doch einen Spa-Tag zu Hause. Oh, eine super Idee, Peppa. Peppa hat oft gute Ideen. Hallo, meine Dame. Herzlich willkommen im Spa. Oh. Peppa hat das Wohnzimmer in ein edles Spa verwandelt. Als erstes machen wir, was macht man denn so in einem Spa, Mama? Normalerweise beginnen wir mit einem Glas Zitronenwasser. Das kriege ich hin. Ich bringe dir ein zitroniges Wasser vor, Mama. Bitte sehr. Oh. Mm. Danke, Peppa. So ein zitroniges Wasser habe ich noch nie gesehen. Und was kommt jetzt? Danach nehme ich immer ein Fußbad. Was ist ein Fußbad? Es ist ein ganz kleines Bad, nur für deine Füße. Okay, Zeit für dein ganz kleines Bad. Nur für deine Füße, Frau Mama. Komm mit, Papa. Peppa und Papa Wutz bereiten ein Fußbad vor. Damit sollte es gehen. Ah, das ist so entspannend. Peppa hat aus dem Fußbad ein normales Wannenbad gemacht. Hier sind die bestellten Boote, Frau Peppa. Ohne Spielzeug und Schaum ist es kein richtiges Bad. Wundervoll. Das werde ich auch Frau Mümmel empfehlen. Was kommt als nächstes, Mama? Jetzt ist es Zeit für eine Massage. Pia, leg dich auf das Sofa und ich zeige dir, wie es geht. Peppa muss lachen, weil sie sehr kitzelig ist. Du bist dran, Mama. Oh, das ist ganz anders.
als meine übliche Massage. Das ist eine Pepper-Spezialmassage. Tschu-tschu! So, als letztes mache ich im Spa immer eine Schlammmaske. Das ist... eine Maske aus Schlamm! Ja, ein spezieller Spa-Schlamm, der gut für die Haut ist. Ich glaube nicht, dass wir speziellen Spa-Schlamm im Haus haben. Ich habe eine Idee! Pepper hat sehr oft gute Ideen. Wir brauchen keinen Spa-Schlamm, denn wir haben rosa Schlammpfützen! Das ist meine Schlammpfützen-Gesichtsmaske. Pepper liebt Spa-Tage. Vor allem, wenn sie dabei auch in Schlammpfützen springen darf. Was ist das? Heute ist Mal- und Basteltag in Peppers Spielgruppe. Ich habe viele lustige Mal- und Bastelübungen geplant. Fangen wir an mit Malen. Aber wo sind die Pinsel? Sie sind genau hier. Keiner weiß so richtig, was Madame Gazelle meint. Wo? Ich sehe hier gar nichts. Ihr übt heute Fingermalen. Statt mit Pinseln malt ihr mit euren Fingern. Ah, hurra! Pepper und ihrer Spielgruppe macht es Spaß, mit den Fingern zu malen. Eine hübsche Blume, Pepper. Danke, Madame Gazelle. Das ist ein wunderschöner Schmetterling, Luzi. Danke, Madame Gazelle. Und Klausi, das ist eine wunderschöne Pfütze. Danke, Madame Gazelle. Klausi springt in seinem Bild herum, als wäre es eine Schlammpfütze. Ah, geniale Idee, Klausi. Jetzt ist Gesichtsmalerei dran. Jeder bekommt sein Gesicht angemalt. Luzi ist ein Schmetterling, Klausi ist ein Zebra, Freddy ist ein Tiger, Emily ist ein Fisch. Und Pepper ist grün. Oh, ich bin grün. Oh, du bringst mich auf eine fantastische Idee. Madame Gazelle holt eine große Leinwand herbei mit Klebeband darauf. Was ist das, Madame Gazelle? Wieso? Das ist ein wunderschönes Gemälde. Ich sehe aber kein Gemälde. Ja, es ist nämlich noch nicht ganz fertig. Nehmt euch jetzt alle eine Farbflasche und spritzt davon so viel ihr wollt auf diese Leinwand. Gut so, Kinder. Seid schlampig. Habt Spaß. Aber kleckert nicht auf den Boden. Allen macht es richtig Spaß, die große Leinwand zu bemalen. Es ist wunderschön. Ich liebe es. Ich auch. Aber ich sehe immer noch kein Gemälde. Aha. Gleich siehst du eines, Pepper. Madame Gazelle nimmt das Klebeband von der Leinwand. Durch das Klebeband sieht das Gemälde aus wie... ein Stern! Pepper gefällt der schöne Stern. Und Pepper liebt den Mal- und Basteltag. Pepper macht es großen Spaß, mit ihren Freunden im Schnee zu spielen. Mir ist kalt. Doch bei jedem Spiel sind sie am Ende voller kaltem Schnee. Hallo, Papa. Pepper, du bist ja voller Schnee. Es ist Zeit, dass du reinkommst und dich aufwärmst. Sonst wirst du zu einem Schneemonster. Schneemonster gibt es nicht, Papa. Dürfen wir denn noch 5 Minuten spielen? Bitte! Also gut, noch 5 Minuten. Ja! Oh je! Pepper und ihre Freunde spielen vergnügt im Schnee. Sie haben gar keine Angst davor, sich in Schneemonster zu verwandeln. Auf zur Schneeballschlacht! Ja!
Mich wirst du nie treffen, Peppa! Habt ihr das gehört? Es klang wie ein... Hat jemand meine Brille gesehen? Ein Schneemannmonster! Schnell, verstecken wir uns. Ach, hey. Verstecken wir uns hier. Puh, das Schneemonster wird uns hier nicht finden. Oh. Das Schneemonster hat sie gefunden. Peppa, ich bin es. Oh, das ist kein Schneemonster. Es ist Papa Wutz. Ich hab es euch ja gesagt. Es gibt keine Schneemonster. Komm mit, Papa. Wir werden dich aufwärmen und den ganzen Schnee zum Schmelzen bringen. Und sucht auf dem Weg nach meiner Brille. Ihre Brille! Oh. Hurra! Danke, Lucy. Papa Wutz ist sehr froh, wieder zu Hause im Warmen zu sein. Er ist jetzt kein Schneemonster mehr. Im Haus wärmen sich alle mit einer heißen Schokolade auf. Sogar Schneemonster mögen heiße Schokolade.